So, wieder hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren Weiterausgabe von KX Street. Wir sind zurück und ich muss sagen, immer das Haus hier oben in den Bergen. Ah, das ist schon immer noch ein sehr geiler Sweet Spot, vor allem wenn man so spawnt und einfach. Das letzte Mal haben wir das Feuerwerk nur kurz gesehen, danach suchen müssen, aber guckt euch mal diese Aussicht mit dem Feuerwerk hier an. Das kann schon was, ne? Auch wenn man hier mal so in den Fotomodus geht. Das ist schon. Gibt schon schlechtere Aussichten. Muss man sagen. Also, das ist hier schon. Das ist schon ein Bild für die Götter. Das ist schon geil. Das kann das Spiel wirklich gut. Guck ich das an. Und das Bekloppte ist ja, man denkt sich so, ja, schön, ist das schöner Backcourt. Nee, das ist ja, die Stadt ist ja so befahrbar. Die Stadt können wir ja. Es ist nicht wie bei Liefer 215, wo das eine Kulisse ist. Aber das ist schon, diese Übersicht hier drüber ist schon geil. Vor allem mit den Fahrzeugen so davor. Ja, das kann schon sehr was. Na gut. So, wir machen heute auch wieder weiter mit dem wunderbaren Roadrunner Club. Und haben jetzt das nächste Rennen hier unten vor uns. Ich würde sagen, wir fahren auch einfach hin. Wir fahren da. Ja, komm, scheiße. Wir fahren da mal hin. Wir fahren da mal hin. Der neue Handling ist da. Da kann man auch mal hier so eine schöne Bergstraße auch einmal fahren, wie es sich gehört. Nämlich schön, serpentinmäßig. Hä, Mann, ich habe das jetzt viel zu laut. So. Weil mit dem neuen Handling macht das ja auch richtig Spaß, hier die Serpentinen zu knallen. Und deswegen machen wir das doch gerade hier zum Anfang mal ein bisschen. Schön aufgesetzt, wunderbar. Kiste wäre jetzt eigentlich total schaden, weil ich mich gerade hätte komplett verkeilt in der Realität. Der Wagen hätte da einfach einen Stopp hingelegt. Und das wäre es dann gewesen für die Folge. Hätte man ein anderes Auto nehmen müssen. Ach ja. Ja, wie gesagt, die letzte Folge ist der Spaßfaktor nochmal gestiegen. Er ist nochmal gestiegen. Er war vorher schon sehr hoch. Ich hatte schon sehr viel Motivation in dem Spiel. Aber... ich sag mal so, das letzte Update hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass der Spaßfaktor nicht gesunken ist. Das muss man einfach ganz klar sagen, Jungs und KX, Jungs und Mädels und alle zwischen und außerhalb oder so, ne? Wie der Böhmermann sagt. Die wissen schon, was sie da tun. Die machen eine sehr, sehr gute Community-Arbeit und ich bin sehr gespannt auf kommende Content-Updates, auf die ich natürlich jetzt so ein bisschen hinfieber. Weil wir nähern uns dann langsam aber sicher der Ende der Kampagne und da wäre es natürlich geil, wenn wir da mehr zu tun haben, damit wir natürlich auch noch mehr Autos fahren können und so Kram, ne? Und da bin ich ja natürlich sehr gespannt, wann da der erste richtige Content-Drop kommt. Sie haben ja gesagt, sie arbeiten an den ersten DLC-Autos. Bin gespannt, wann die ersten, sagen wir mal, Map-Erweiterungen kommen, beziehungsweise Inhalts-Update. Weil natürlich, was auf dieser Map ja noch fehlt im Vergleich zur Smartphone-Variante, ist ja der Raceway, die Rennstrecke. Die ist ja hier auf der Map noch im Aufbau, die ist ja noch... in Construction und ja, bin ich sehr gespannt, wann die dann ihren Weg hier auch in die PC-Fassung findet. Bin ich sehr gespannt drüber. Und nochmal, weil dieser Punkt mittlerweile, wirklich auch mich bei Instagram verfolgt, kommt davon eine Konsolenversion. Ja, die soll wohl kommen. Also eine Konsolenversion ist auf jeden Fall fest geplant. Da könnt ihr ganz sicher von ausgehen. Komm ich hier auch wieder runter, wo ich jetzt hier drauf gefahren bin? Ne, ist ein sehr schöner Parkplatz, aber der bringt mich überhaupt nicht weiter. Okay, wunderbar. Die soll auf jeden Fall kommen. Es ist aber, glaube ich, also irgendwo hat er gesagt, Ende dieses Jahres, das halte ich aber für ein bisschen sportlich. Die wird kommen, aber da müsst ihr, glaube ich, noch ein bisschen warten. Also die ist auf jeden Fall in Entwicklung. Aber wer so vielleicht ein bisschen mitbekommen hat, wie lange die PC-Version gedauert hat, dann könnt ihr euch ja denken, dass die Konsolenversion jetzt auch nicht innerhalb von 2 Tagen erscheinen wird. Die wird nicht so lange mehr dauern wie die PC-Version im Vergleich zur Smartphone-Version, weil dieselbe Basis ja hier genutzt wird. Also man muss ja erst die Smartphone-Version auf eine PC-Fassung abändern. Und diese Fassung kann ja jetzt auch für die Konsolen optimiert genutzt werden. Also, es wird eine Konsolenversion kommen. God knows why. Ich denke mal, im Laufe des nächsten Jahres sollte schon machbar sein. Ich denke mal, man will jetzt erst bei der PC-Version alle Feinheiten und Patches rausbringen, die die Basis halt wirklich perfekt machen. Weil wir haben ja immer noch aktuell viele Patches, die halt noch Kleinigkeiten im Hintergrund anpassen, das Balancing ändern hier und da. Und dadurch könnt ihr euch ja positiv stimmen. Die Konsolenversion wird das ja, wenn alles gut läuft, direkt zu Release mit sich bringen. Und dann habt ihr einfach direkt ein gutes Paket, aber dann müsst ihr halt noch ein bisschen warten. Und sonst, wie gesagt, auf die PC- oder Smartphone-Version ausweichen. Weil, wie gesagt, offizielles Release-Datum gibt es noch nicht und dieses Ende dieses Jahres halte ich für sehr unrealistisch, bin ich leider ehrlich. Das glaube ich nicht so ganz. Aber parallel entwickeln sie auch noch in KX Drift Racing 3 und also irgendwo ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen die Manpower von dem Team zu Ende, weil ich glaube, die sind auch nicht riesig. Glaube ich zumindest mal, aber na gut. So. Acura RSX steht auch noch mal weit immer oben auf meiner Liste von Fahrzeugen, die hier getuned werden müssen. Ich sage, wie es ist. Make Acura RSX great again. Das Allradantrieb ist schon sehr killer am Start. Muss man ganz klar sagen. Das macht schon viel aus.
bisschen weit rausgeschoben und habe leider den falschen Gang auch reingelegt. Ah, scheiße, untersteuern. Oh, ja. Perfekt. Erst Handling-Update bringt auch Untersteuern mit sich. Kann natürlich auch passieren. Vor allem mit All-Wheel Drizzle. Mit Heckantrieb hätte ich jetzt einen schönen Oversteer gehabt, vermutlich, aber ja. Das Problem war auch die Form der Kurve, weil die hatte ja, ging ja bergab, links runter, in eine Senke rein und dadurch ist natürlich auch irgendwo das Grip-Level relativ schnell am Arsch. Und deswegen haben wir da leider unter Untersteuern gesuffert. Komm, Digi, gib mal jetzt ein bisschen Stoff hier. So, jetzt auf dem richtigen Gang durch die Kurve. Gucken wir jetzt mal die nächste da nicht wieder runtersenden. Ah, ja, ich bin schon wieder da. Aber ihr seht, wegen der Kurvenform ist das so. Die ist halt sehr dafür ausgelegt, dass man dem örtlichen Wald mal einen Besuch abstattet und sich denkt, ah, ich sollte mal dringend was in den Wald spenden. Öl und Kühlwasser. Öl und Kühlwasser. Das ist gut für die Bäume, habe ich mir sagen lassen. Super, das ist einfach schön. Das ist ja auch Öl, das kommt ja auch aus dem Boden gewissermaßen. Also ist ja eigentlich dann nur wieder zurückbringen. Also praktisch, den kann das ja gar nicht so schlimm sein, so ein bisschen Öl in Grundwasser. Also ich meine, man muss sich auch nicht so haben, weil an sich kommt das ja daher. Und dann ist das ja eigentlich auch dasselbe. Und ich finde, da sollte man auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Die braucht man auch in der Stadt einfach nicht, so sag ich mir auch immer. Sag ich mir immer. Ich sag das immer. Das ist genau mein Spruch. So, wir haben den nächsten Zwischengegner. Damn, Bro. Das ist ein sicker Bart, muss man ihm mal fairerweise sagen. Der Bro, der kann den fahren. Also, der kann tragen, fahren, ja. Letztens, als ich meinen Bart gefahren bin, letztes Mal, als du anscheinend auf Drogen warst, Lukas, na, also, der mit dem langen Haar, ist schon kann er, Mann. Ich wäre auch gerne Schnauzer trägen, aber ich kann keinen Schnauzer tragen. Ich sehe damit ein bisschen komisch aus. Weil die untere Gesichtshälfte sagt dann wieder 12 Jahre und der Schnauzer irgendwie nicht. Und das sieht dann so aus wie so ein Fake-Bart. So, das kauft man mir halt trotzdem dann nicht ab. Ich so, stabiler Schnauzer aufgeklebt. Ja, aber das nur nicht wahr, Digga. Ich kann so einfach gar keinen Bart tragen, ne? Ich hab so ein Fake-Bart nötig ist. Und ja, deswegen. Ich meine, ich würde es probieren, aber ich hätte dann ein großes Problem, dass die Hochzeit nächstes Jahr mit meiner Verlobten durchsteht, gecancelt werden würde. Das wurde mir relativ deutlich schon mitgeteilt, dass ein Schnauzer nicht die Frisur, die Frisur vor allem, der Bart ist, der an mir erwünscht ist. Verstehe ich gar nicht. Ein richtig schön Pornobalken, das ist es doch einfach. So. Nach dem Rennen müssen wir auch mal wieder tanken. Jetzt langsam der Sprit aus. So, ich bin mal gespannt, was der Dude für eine Kiste fährt. Was fährst du denn, Kollege? Einen M4. Ne, Entschuldigung, C63. Oh, das war die schlimmste Verwechslung, die man hätte machen können. Digga, Alter, das ist... Hier guckst du Supran an, Skyline. Bruder, willst du ein paar bei Evo Subaru fahren? Das ist aber ein schöner Subaru. Das ist ein Evo, Digga. Es ist einfach nur, wenn du auf Streit aus willst, sagst du sowas. Das ist einfach nur, wenn du eine Schlägerei unbedingt haben willst. Sorry, C63, mein Fehler. Ich hätte mit dem Schnauzer in der Frise aber eher so ein Testarossa oder so gesehen, muss ich sagen. Und Kuhntaschen, so Autos, die es halt leider nicht gibt, aber der wäre sehr passend dazu gewesen. Und C63 hat auf jeden Fall Bums. Komm, Skyler, gegenhalten, bitte. Zieh! Ich weiß, wir haben zwei Zylinder weniger. Das muss uns aber nicht abhalten. Schön in den Windschatten hängen, komm. Den gibt's ja jetzt. Jetzt kannst du mir nicht mehr. Boah! Nicht mehr abhängen, Kollege. Schön am Gas bleiben. Vollgas, Skyline. Zieh, 6 da rein, komm. Top Speed, here we go. Ah, jetzt haben wir ihn. Outrun haben wir den. So nämlich. Und doch ein bisschen Top Speed. Oh. Daneben ist der Checkpoint. Scheiße. Ah, fuck. Wo ist er? Habe ich schon mal darüber geredet, was für ein fairer Fahrer und Gentleman-Driver ich bin? Nein? Gut, dann habe ich mir ja gerade nichts zu Schulden kommen lassen. Das ist ja super. Dann ist ja gut. Dann habe ich das ja nie zum Thema gebracht. Dann ist der Fazit, den ich gerade angebracht habe, gar nicht kritikwürdig. So. Ja, man muss ja einfach nur eine Basis schaffen, auf der man nicht angegriffen werden kann. Ich fahre immer wie ein Arschloch. Dann ist der Fahrstil ja nicht schlimmer, weil das ist ja so wie immer. Könnt ihr zu meinen Coaching-Kursen kommen? Gar kein Thema, Leute. Ich zeige euch auch, wie ihr das letzte Arschloch fahren könnt. In wenigen, einfachen Schritten.
mit ein paar Tritten. So, wo sind wir denn gerade überhaupt? Ich suche mich gerade selber. Wo bin ich? Ach da! Ich bin direkt beim Rennen. Ja, okay. Okay, dann drehe ich einfach um. Ich habe nicht gedacht, dass ich direkt bei dem Rennen sein kann. Also das kann nicht sein. Das klingt nach ziemlich Quatsch, dass ich nicht mal irgendwo hinfahren muss. Aber ne, es ist kein Quatsch. Ich muss sagen, die Gegner hier finde ich immer sehr interessant. Wir haben den Pontiac, der scheiße schnell ist, und dann haben wir den TT, der kacke gut im Kurven geht. Das ist eine schöne Mische hier. Einmal innen rein. Sehr gut. Ich meine, der TT ist ja auf Cup-Fahrzeug umgebaut. Der sollte Kurven vernünftig fahren können. Und er hat ja auch All-Drizzle, also glaube ich zumindest mal. Ich meine, er ist ja auf mehr S basierend, heißt dementsprechend hat er Allrad. Die Autos haben halt immer nur nicht die richtige Leistung. Der Kollege hat serienmäßig halt hier im Spiel nicht 400 PS, wie er eigentlich haben müsste, wenn es ein TRS wäre, natürlich. Aber gut, davon jetzt mal abgesehen. Scheiß Sprinter. Davon mal abgesehen ist er gerade gar nicht so langsam. Das ist ganz schön uncool. Komm schon, Skyline. Do it. Wir müssen jetzt mal, jetzt hier mal ein bisschen ranpushen. Ranpushen meinte ich nicht ihn anpushen, sondern uns vorbeipushen. Nee, immer noch nicht. Jetzt kommen noch ein paar Nadeln, dann kann ich mich vielleicht mal reinbremsen irgendwo. Da hat er einen Felsen mitgenommen und mir auf die Windschutzscheibe geworfen. Zack, ich bin tot. Super, das ging ja toll. Ich habe die gerade einfach so weggebaut, als wäre es ein Basketball. Falls es dich interessiert, ob das in echt genauso funktioniert hätte, könnt ihr das ja gerne mal ausprobieren. Ich würde ein klares Veto einlegen und würde sagen, nein, eine Scheibe funktioniert nicht wie eine Gummimatte. Die findet harte, große Objekte eher bedingt gut. Aber hey, ich will euch da nicht in eure wissenschaftlichen Experimente reinmachen. So. Boah, das ist Turbo da von dem Skyler, ne? Der Turbolader klingt schon... Da haben wir schon einen der guten Turbolader gewählt. Da haben wir uns schon für einen guten Turbolader entschieden. Welchen Rudel ist denn gerade ein entspannter? Ist eigentlich scheißegal. Dann, weil wir gerade in der Nähe sind, porten wir uns mal. Komm, wir wollen ja auch ein bisschen Progress machen. Wir wollen ja auch mit diesem Club voranschreiten. Diese Straße bin ich gerade runtergefahren. Ich fahre sie jetzt nicht wieder hoch. Ich sehe irgendwo dann auch diesen Mehrwert darin, nicht diese Strecke 20 Mal zu fahren, weil ich sie gerade in einem Rennen gefahren bin. Oh, haben sie dann Toretto wieder ausgegraben. Dann nämlich einen fetten Blower. Ist so geil, dass man beim Charger diesen scheiß Blower da drauf krachen kann. Ne? Das macht mich schon sehr zufrieden, dass sie da beim Tuning dran gedacht haben, dass ein Charger einen Blower haben muss. Das ist schon sehr gut. Oh. Ja, ist kein Cut gewesen, ne? Ne, ist kein Cut gewesen. Oh, ich hab mit dem Reset gerechnet. Die rennen nachts mit dem Feuerwerk im Hintergrund. Ist aber schon. Oh, der. Nebenbei, der Charger hat sich gerade mittlerweile komplett verabschiedet. Aber mit dem Feuerwerk im Hintergrund, das hat schon was. Das ist schon sehr cool. Das gibt schon einen Vibe. Na, darf ich mal? Du bist mal kurz hier außenrum vorbei. Versuche ich zumindest mal. Dann innen rum. Ja, sehr schön. Jetzt. Komme ich nicht rum. Komm. Ja, sehr schön. Okay, jetzt haben wir ihn. Ach, ich mag unseren Skyline schon sehr. Der fährt sich sehr gut. Da haben wir schon was Schönes aufgebaut. Und bisher haben wir auch nicht viel noch an der Leistung schrauben müssen. Der Wagen hält hier sehr, sehr gut mit. Topspeed ist auch ausreichend. Bremsen machen, was sie sollen. Vor allem seit dem letzten Update machen sie es noch mehr, was sie sollen. Also mehr, eher das, nee, sie machen das, was ich erwartet habe. Und was sie sollen. Und wieder vom Speed her. Ist er auf jeden Fall aktuell für das, was wir hier vorhaben, ausreichend. Jetzt müssen wir hier rumkommen. Schon, sehr schön. Dieser Turbo-Starter, ne, bei dieser Kiste ist halt einfach ein Träumchen. Das ist ein Träumchen. Auch wenn man echt wenig sehen, muss man sagen. Also wir fahren sehr viel, sehr blind. Das ist... Habt ihr gedacht, ich verliere das noch, ne? Ey, müssen wir wieder mal klar sein. Ich kann sehr gut schauspielern. Dachte wirklich, ich verkacke das hier. Ja, nicht so die hellsten Kerzen, ne? Nicht so die hellsten Kerzen. Kein böser Angriff, aber Digga, seid ihr dämlich. Gut. Wie kann man so dumm sein? Ich meine,
Ey, das kann jedem mal passieren, so dämlich zu sein. Wirklich, Wahnsinn. Wie kann man so dumm sein? Aber nicht angreifend sehen. Das ist einfach nur meine Meinung. So. Man sieht ja genug hier im Spiel. Also, ich werde natürlich immer später wieder mein Auto haben mit Scheinwerfern vorne. Natürlich merken, wie unterschiedlich die Ausleuchtung sein könnte. Mir geht der Treffstoff aus. Das ist schlecht gerade, weil da ist nämlich keine Tankstelle. Da ist keine Tankstelle. Das Haus können wir auch kaufen. Einfach mal den Turm kaufen, Digga. 20k, das kostet gar nicht so viel. Aber es ist ein Apartment, ist nicht, man kauft nicht den Turm. Ich gehe mal kurz zu der Tankstelle. Ich fahre sonst gleich in Probleme rein und die würde ich gerne vermeiden wollen. Wir tanken gerade mal schnell. So, kurz voll die Bude, dankeschön. So, jetzt nochmal. Waren ja fast jetzt schon da oben, das heißt, ich kann mich jetzt auch dahin porten. Jetzt nimmt es mir keiner mehr übel. Und 150 Credits sind halt auch... 150 Credits, Leute, was sind das schon? Kurzer Hinweis, könnt mich gerne beim nächsten Tuning vom nächsten Auto daran erinnern, an diesen Satz. Wenn nicht mal wieder, wenn mir wieder die Kohle ausgegangen ist. Und vor allem, wenn es an einem 150 Credits hängt. Dann könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ausgiebig mich ranten, das ist dann vollkommen legitim. Ich muss auch irgendwann mal aufwachen. So, also. Gegen seinen Charger, Bruder. Wo ich mich echt triggert, dass das Kennzeichen rechts sitzt und nicht mittig, wo es hingehört beim Charger. Ich verstehe manchmal die Kennzeichenposition der Autos hier manchmal nicht. Oh. Hab ich den Checkpoint genommen, ja, ne? Guck mal, das ist das wieder eines Rennen in TDU, wo man um den See herumfährt. Das Rennen in TDU fand ich sogar ganz solide, aber das ist hier sogar noch geiler. Das ist von der Atmosphäre viel geiler. Aber es ist ein Rennen um den See. Das ist doch schön. Oh, neues Haus freigeschaltet. Wir haben uns gerade entschieden, den Charger brauchen wir nicht mehr. Und der See braucht auf jeden Fall auch frisches Öl. Und jetzt habe ich gesagt, schmeißen wir den Charger einfach in den See für Öl. Das ist, wir sind so umweltbewusst, so mitdenkend, es ist manchmal wirklich gruselig. Gerade schön die Wälder ein bisschen geölt, jetzt den See geölt. Scheiße. Falsche Taste. Ich drücke wieder die falsche Taste, weil ich verschiedene Spiele spiele, das echt immer sehr tricky ist, weil Resetten auf anderen Tasten ist. Wo andere Spiele die Kameraperspektive haben. Das macht das Ganze echt nicht einfacher. Der Checkpoint ist auch wirklich... Also hätte man doch einfach in den Hang platzieren können, das... würde natürlich keinen Sinn ergeben, aber sich meinem Fahrstil anpassen, der eher NASCAR-orientiert ist als normal Rennfahren anscheinend. Komm, Send wieder in den See, Send wieder in den See. Ja, diesmal nicht, diesmal hat sich entschieden. Nee, doch, vergesse es, er ist wieder im See gelandet. Nee, alles gut, ich wollte es gerade revidieren, aber doch, er hat das Ding wieder gesendet. Ding gerade rausgeschleppt, schmeißt das Ding wieder rein. Also als Abschleppunternehmen würde ich mich ein bisschen verarschen. Dem Mann würde ich nie wieder helfen. Für kein Geld der Welt. Würde ich sagen, das können sie alleine machen. Können sie alleine machen. Wenn sie 50 Mal den Schaden da reinmachen, ey, machen sie das doch. Aber dann könntest du doch nicht selber da wieder rauskriegen, die Bumskiste. Das ist ja dann nicht unser Problem, wenn sie so dumm sind. Das ist auch vollkommen legitim. Ich würde das genauso handhaben. Scheiß auf den Kunden. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier gerade oben dieses Haus am See da freigeschaltet. Echt ein schicker See, aber... Was, Staudamm? Ist das ein Staudamm See? Ich will da gerade mal hinreisen. Ich will mir das gerade mal angucken, weil das Haus sieht schon cool aus. 20k? Dann können wir hier mal mitnehmen, ne? Eigentlich schlicht schick hier so am See. Ach komm, die Revenge, kaufen wir uns einfach mal. Komm, wir mal ein bisschen cool über. Ja, das ist jetzt unser See. Das ist auch unser See. Offiziell stehen wir auch auf der Straße. Also wenn die Rennen stattfinden werden, werden unsere Autos reihenweise getieber. Und das kann einfach nur eine geile Experience für uns, für alle anderen werden, für die Versicherung. Es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht, das Auto genau da parken zu wollen. So, ich habe aber hier oben ein Haus. Komme ich damit schneller dahin? Ich habe keine Ahnung, ob ich damit schneller zu diesem Rennen komme. Ich glaube nicht, ne? Ich fahre jetzt die kompletten Serpentinen, vermute ich mal. Ja, aber das geht noch. Das sind schöne Serpentinen. Das habe ich nie eigentlich... Ich bin immer wieder mal in den Häusern am gucken, was ich hier so stehen habe. Ach, hier steht der Porsche und die Viper mittlerweile. Weil das Problem ist natürlich, die Elite-Rennen wechselst du ja durch Autos durch wie nichts anderes. Problem ist, dadurch switchen die halt ihre Parkplätze, ne? Weil du switchst ja den Wagen immer wieder durcheinander. Das ist das einzige Problem. So bei TDU damals oder auch bei Project Gotham Racing hatten die Autos feste Garagen und man hat sie da auch gelassen. Problem ist, wenn ich jetzt hier auf Auto wechseln gehe, wechselst du hier den Parkplatz mit dem Auto. Und der Wagen geht dann nicht zu seiner alten Ursprungsgarage. Das wäre geil, wenn man den Autos feste Garagenstelleplätze setzen könnte. Zum Beispiel wechseln wir den Porsche hier oben als Skyline, steht aber dann weiterhin oben in Japan auf dem Berg. Das ist so das einzige Manko, dass man halt die Fahrzeuge dadurch immer wieder von ihren Parkplätzen wegholt. Weil dadurch kriegt man halt nicht so getimte Parkplätze hin. Weil ich hätte natürlich schon gerne hier, ey, der Skyline darf gerne hier oben in den Bergen stehen mit dem Evo oder so zusammen. Weißt du, so optisch mäßig, dass es zusammenpasst. Das ist leider nicht möglich.
Also schon, aber dann ist das Auto hin und her tauschen wirklich ein absoluter Krampf. Darum möchte ich mal rauf hinaus. Einmal hier rum, sehr schön. Oh ja. Das war eine schöne Fahrt, das war eine schöne kleine Serpentinenrunde. Ist auch mal nötig, auch mal wichtig. Wir nähern uns auch schon im Finale der Roadrunner und damit auch dieser wunderbaren C4-Klasse. Heißt, nächstes Mal wird es schneller, rasanter. Ja, diese ganzen Seen und Flüsse und Meere und so, das ist schon. Das kann schon. Das sieht cool aus. Das ist atmosphärisch nice. Das ist teilweise total unrealistisch gebaut, aber ich meine, das Spiel ist ja auch richtig nicht von Architekten gestaltet worden. Also, die hätten, glaube ich, auch in vielen Sachen maximale Einwände, so gewichtstechnisch und bautechnisch. Ich komme nicht nach links, weil er meint, komplett rüber zu ziehen. Komm, Nitro, zieh! Innere Linie haben wir. Wie gesagt, der Firebird hat ein bisschen mehr Speed. Wie sehr committe ich, wie sehr committet er die Kurve? Das war eine ganz klare Antwort. Okay, ich committe weniger. Das kam jetzt auch abrupt, dass er da nochmal wieder die Bremse aufgemacht hat, aber es ging anscheinend. Bei den Windschatten merkt man wirklich, ey, wenn man sich wirklich hinten dranhängt, vor allem wenn man sehr nah dran ist, da merkst du wirklich, wie es wirklich regelrecht nach vorne boostet. Also jetzt nicht komplett bescheuert, das ist nicht so, als würde ich Nitro-Taste hämmern. Aber du merkst halt trotzdem den Geschwindigkeitszuwachs. Das ist schon sehr geil. Das macht das Racing auch hier nochmal deutlich, deutlich cooler. Weil du einfach taktischer fahren kannst, ne? Vor allem im Multiplayer dürfte das hart scheppern, ne? Also, wenn du Duell mit dem Kumpel fährst und jetzt halt wirklich richtig schön mit Windschatten dich dranhängen kannst, das ist schon gut. Da sind halt auch viele engere Duelle möglich. Ne? Du kannst zum Ende nicht einfach so abgeschüttelt werden, weil der Wagen dann einfach schneller ist vom anderen, sondern nee, du hängst ja immer Windschatten dran. Wenn dann immer noch mehr Tops wieder, klar, du rennst ja dann trotzdem irgendwann in die Grenze. Auch trotz Windschatten ist ja nicht dein Getriebe plötzlich länger übersetzt. Aber du hast halt erstmal noch eine gewisse Chance mitzuhalten. Das ist ja schon mal ein kleiner Gamechanger auf jeden Fall. Und beim Racing ist Windschatten ja, finde ich, schon einer der wichtigen Komponenten. Ne? Also muss man jetzt sagen, Windschatten hat ja schon auf jeden Fall eine Auswirkung aufs Rennfahren. So, Level 39 mittlerweile. Sehr schön, was gibt's denn da für Schönes? Ich glaube, mittlerweile gibt es nur noch Credits und so, ne? Ich krieg, ja, Autos gibt's ja nichts mehr. Wir schreiten ja offiziell, glaube ich, nichts mehr frei. Wir haben, glaube ich, alles frei. Jetzt, glaube ich, einfach nur noch leveln. Was auch okay ist, aber wie gesagt, das Freischalten fühlt sich halt nicht mehr so satisfying an wie vorher. Das ist so das einzige kleine Manko, was mir da jetzt so in den Kopf kömmt. Das heißt, Level Up jetzt nicht halt. Also, du machst halt hauptsächlich für die Kohle. Ich bin so billig, ja, ich weiß. Na, also, du kriegst ja nichts mehr freigeschaltet. Bin mal gespannt, ob sich da, wie gesagt, auf Dauer noch irgendwann ändert. Aber, also, mit Updates. Wobei es halt schwierig ist, weil Leute ja weiterleveln. Dementsprechend, du den halt 20.000 Jahre nachrewarden müsstest. Und ich glaube, dass dann für die Benefits Balancing auch ganz schön kontraproduktiv ist. Ey, du bist schon Level 70? Nee, wir haben ab Level 40 wieder neue Sachen hinzugefügt. Hier sind 50 Autos, 200 Millionen 1000 Euro und 500.000 Gold. Have fun. Und die Economy ist damit tot. Und so. Ich meine, im Endgame muss die Economy auch nicht mehr so strong sein, das muss man ja ganz klar sagen. Ich finde das ganz gut, wenn ich Spiele gut durchgesucht habe, durchgespielt habe, kampagnenmäßig, dass ich danach ein bisschen mehr Freiraum habe, was finanziell angeht, dass ich mir ein bisschen mehr austoben kann. Dass ich im Rahmen der Kampagne natürlich gucken, welches Auto kaufe ich, was tune ich, wie teuer ist es und so. Aber dann im Endgame dann irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit, ein bisschen rumzuexperimentieren, was mir halt dann im Rahmen der Kampagne nicht möglich war. Klar würde ich jetzt nicht einfach alles kaufen können und auf nichts mehr achten müssen, aber eine bisschen entspanntere Economy ist ja trotzdem nicht verkehrt. Zum Beispiel macht der Adivas wieder am Bauen das ja auch recht ähnlich gemacht. Am Anfang des Multiplayers musst du schon auf dein Geld achten, musst das Geld zusammenkriegen. Wenn du jetzt aber eine Weile gespielt hast, hast du halt schon Freiflug und kannst eigentlich machen, was du willst. Was aber nicht schlecht ist, weil die Game-Modi auch so gemacht sind, dass das nicht spieltechnisch störend ist. Muss man ganz klar sagen. Und bei Forza ist es ja auch recht ähnlich. Bei Forza hast du ja auch am Anfang die Kampagne, klar hast du auch schon gut Kohle und Autos, aber erst wenn die Kampagne so durch hast, dann hast du ja komplett Freiflug. Ich meine, Forza hat eh einen komplett anderen Ansatz und den will ich Forza auch gar nicht abstreiten, weil Leute mögen ja gar nicht, dass Forza manchmal ihnen Autos einfach so schenkt, aber das ist halt Forza. Also ich finde ja ganz gut, dass alle Spiele so gewisse andere Ansätze haben, wie sie Progression haben, wie sie die Spieler belohnen wollen, wie der Zugang zu den Fahrzeugen sein soll. Forza will ja gar nicht dieses TDU oder so Erlebnis haben, wo du an jedes Auto super gebunden bist, dafür das Spiel einfach viel zu viele Autos hat, dass sie das machen können.
Da ist einfach der Gameplay-Loop ein ganz anderer. Und das ist ja auch okay. Dadurch haben wir ja verschiedene Spiele mit verschiedenen Ansätzen und dadurch haben wir Abwechslung. Das ist ja auch gut so. Deswegen will ich Forza Horizon auch gar nicht diese Sache absprechen mit hier, wir ballern nicht mit Autos zu. Das gehört dann einfach so ein bisschen zum Konzept dazu. Solange halt am Anfang der Kampagne ich nicht direkt alles kaufen kann, sondern so ein bisschen noch erarbeiten muss, dann bin ich eigentlich ganz fein. Das ist eigentlich auch immer so gewesen. Die ersten paar Stunden bist du jetzt nicht direkt alles am Kaufen, sondern das kommt erst im Endgame. Und hier bei KX ist schon relativ strikt mit seinem Geld. Ich meine, man verdient schon was, aber muss auch recht gut beisammenhalten oder halt grinden. Was durch die Elite-Rennen jetzt nicht eine Sache ist, die mich super abfuckt, weil wie gesagt, Abwicklung ist ja noch da, weil ich sehr viele unterschiedliche Autos fahre. Und jetzt mit dem Handling-Update sind die Elite-Rennen auch noch ein bisschen unterhaltsamer. Aber die waren vorher, hat es mich schon ein bisschen salty gemacht manchmal. Das geht aber jetzt. Also dementsprechend, wie gesagt, den Forza Horizon-Ansatz muss Forza Horizon sich gar nicht abgewöhnen. Eine bisschen coolere Kampagne, ein bisschen ausgekügelter, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber wie gesagt, den Core-Gameplay-Ansatz, warum abändern? Dafür habe ich andere Spiele. Das ist halt dann das Ding. Und man hat aber Forza die letzten Jahre die Progression so runtergefahren, das ist eher so das Ding gewesen. Nicht, da geht es mir nicht darum, dass er zugeworfen wäre, sondern die Kampagnen-Progression war halt immer lamer und weniger gut präsentiert und war immer mehr, mach einfach, was du willst. Und da finde ich es halt immer noch ein bisschen schöner, wenn man zumindest am Anfang in den ersten paar Stunden so ein bisschen an die Hand genommen wird. Und danach kann man dem Spieler immer noch sagen, ey, go for it, mach, was du lustig bist. Aber so erstmal so einen roten Faden, der so ein bisschen durchzieht und schön präsentiert ist, den finde ich schon meiner Meinung nach recht wichtig. Da bin ich schon ein sehr großer Fan von. So, wir haben die Squad-Rennen vor uns, meine lieben Damen und Herren. Die stehen jetzt vor der Tür, wortwörtlich, weil ich nur auf die Straße hoch muss, vor meiner Tür, weil ich habe hier einen Leuchtturm gekauft. Und ihr so, ihr armen Brokies. So, hier steht Fokus. Das ist ein ganz schön wilder Fuhrpark, der hier steht. Fokus, BMW Kombi und ein Porsche. Reichtum sieht jetzt auch nicht unbedingt anders, sieht auch unbedingt anders aus. Der Porsche macht es halt ein bisschen aus. Naja, gut, dann kümmern wir uns um die Squad-Rennen. Wir schauen nochmal, dass wir da gut durchkommen. Ich glaube, bisher unser Skyline easygoing am Rasieren. Wir haben echt bisher keinen großen Trouble gehabt bei den Rennen hier. Und die war der maximale Trouble durch mein Fahrskill, nicht durch die Gegner. Wow, oh Gott. Ich dachte, ich untermal das nochmal mit einem Argument. Argument, weil ich schmeiße einen Sprinter auf die Seite. Ist verständlich, ich fahre manchmal nicht so gut. Kam an, gut, dann top, dann können wir ja weitermachen. Mal kurz die Begriffsstutzigen, kurz mal meine Meinung erklärt. Was haben wir denn für einen Score eigentlich nochmal? Wir haben jetzt aktuell einen Score von 2-3. Oh, die Rennen sind mittlerweile schneller als wir. Oh, habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir sind sogar gar nicht mehr überlegen. Man muss auch sagen, C4 geht ja auch nur bis Ende 3200, also dementsprechend ist der Feierabend. Die haben wirklich... Die Fahrzeuge von dem Club sind halt asozial clean, ne? Der 8er, dann hast du den R6, dann den C63 und auch vor allem der 8er ist, oh, den müssen wir auf jeden Fall auch tun. Das ist ja so eine geile Bumsbude, ne? Aber die haben nur geile Wemser. Ich bin sehr auf den Clubchef gespannt. Ich hoffe, der fährt auch so einen guten deutschen Luxus-Wemser. Richtig schön getuned. Da hoffe ich ja sehr drauf. Ich hoffe, der fährt nicht auch wieder ein Auto mit 20.000 verschiedenen Farben, weil das wäre absolut nicht passend zum Club. Also, ich fahre auf jeden Fall alle deutschen Buden. Ach da, RS6, C63. Ah, so ein bisschen kommen wir nicht mehr rum. Moin. Jetzt aber, mein Gott, war auch ein Kreisel, ey. Er hat sogar die Pop-Up-Headlights offen. Der 8er hat ja Pop-Up-Headlights. Dadurch sieht die Front aber auch so clean aus, wenn sie zu sind, muss man sagen. Dadurch sieht sie halt so clean aus, wie sie ist. Wollt ihr gerade überholen? Gegenverkehr hatte einen Einwand. Den ganz leicht, man hat ihn gehört, so ein bisschen metallisch, das war der Einwand. Tja, Squadron Nummer 1 geht in unsere Tasche. Also dafür, dass wir weniger Leistungsscore haben, als wir eigentlich haben müssten, ist der Skyline wirklich echt stark. Also hätte ich nicht gedacht, das Ding macht hier schon einen verdammt guten Job. Das muss man mal ganz klar sagen. Also, das ist schon, also strong. Wir hatten schon bei einigen Rennen echt Probleme, wenn wir unterm Score gefahren sind, aber der Skyline jagt hier durch, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich vermute, Steffen fährt dann auf jeden Fall auch kurz vor Feierabend vom Score. Ich meine, es sind noch nur 2-3 Punkte, also es sind nicht so 10-20 Punkte unterlegen sind, aber ey, selbst die machen meist den Unterschied. Aber Topspeed haben wir echt ordentlich sogar. Was, wie gesagt, ich vermute halt, dass es eigentlich zu wenig ist, den wir haben, aber ne, reicht anscheinend. Ich kann doch hier cutten, oder? Ich kann doch hier cutten. Ja, natürlich kann ich hier cutten. Ich will nur mal die Augen aufmachen. So, Squad-Rennen Nummer 2. Schauen wir mal.
Here we go. Ich bin halt komplettes Kontrastprogramm optisch, ne? Die wirklich super clean und dann habe ich hier meinen Japano-Wemser, der halt einfach aussieht, als wäre er straight von der Rennstrecke gegrippt worden. Die sehen schon alle sehr gut aus. Steht auch natürlich auf der Liste noch, ne? Also, wie gesagt, wir werden ja sobald wir die Kampagne durch sind und dann erstmal noch keine Upgrade-Progression da war, natürlich erstmal Autos tunen, da könnt ihr euch immer drauf einstellen. Das wird natürlich passieren. Oh, nicht diese Kurve wieder, Mann. Ich finde die auch in dem Rennen hier scheiße. Ah, oh, ey, wirklich. Dieses Abfallen und dann links rum, das ist halt wirklich komplett bescheuert. Oh. Jo. Das ist nicht mein Streckenlaut. Ich mag diese Strecke nicht. Diese abfälligen Kurven. Ich mag nicht, wenn irgendwas so herablassend ist. Frag mich immer, warum meine Videos nicht komplett bis zum Ende geschaut werden. Und eigentlich mache ich das selber. Langsamer hier rein. Ne, die war es ja gar nicht. Die nächste war es ja. Also eine der nächsten. Ah! Mann! Ne, nicht Rennen beenden. Shit. Ah, jetzt bin ich hier drüben. Scheiße. Mann, Manni, du kannst doch nicht einfach da so rüber. Also, du kannst doch nicht einfach. Also, nee. Das kann nicht. Normal bin ich mit Manni echt gut drauf. Wir sind eigentlich echt gute Kumpels. Aber das war gerade eine harte Minusaktion. Dass er einfach da mit seinem LKW fährt. Eigentlich hat er nichts falsch gemacht. Eigentlich bin ich mehr nun reingefahren. Aber das Problem immer bei den anderen suchen. Damit fährt man immer besser. Laufen tun wir nicht. Wir fahren hier. Hier wird immer noch gefahrlich gelaufen. Darf ich mal innen rein? Dankeschön. Sehr schön. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Einer von den Gegnern hat sich schon weggewickelt. Soll die Kurve jetzt hier einmal ein bisschen sanfter angehen. Oh, das ist halt wirklich, das zieht dich so nach raus in den Wald. Der schreit regelrecht, öl mich und. Ich bin zu umweltbewusst für sowas. Oh, diese Kurve, Alter, die sind alle so asozial. Du bremst und dann fährt die Kurve ab und dann ich hol die G-Kräfte. Und ich sage so, nein, komm mal her. Komm, rutsch mal raus, komm. Bremspunkt, ja, der war viel früher, das ist vollkommen verkackt, das wird jetzt nichts mehr. Jetzt geht da nichts mehr, jetzt geht's geradeaus. Ach, gut. Jetzt so ein kurzes Rennen, ne? Und wirklich ein bisschen häufig Zeit dafür gebraucht. Ein bisschen lang dafür gebraucht. Na gut, so. Wir haben das Rennen mit Cheffe freigeschaltet. Dem Chef der Roadrunner, meine lieben Damen und Herren. Und der ist, wo ist er denn? Natürlich, oben in den Bergen, weil wo hätte der Mann sonst sein können? Wo hätte er sonst starten können? Unten in den Bergen zum Beispiel, wo ich gerade war. Da wäre natürlich praktisch gewesen. Aber hat er sich entschieden, aber nicht. Ich meine, hier oben ist ja auch schön, ne? Ist ja auch hübsch. Aber ich bin echt gespannt, was er fährt. So, Roadrunner habe ich wirklich gedacht, er fährt irgendwie so ein. Also, Plymouth Roadrunner, aber haben wir, glaube ich, gar nicht im Spiel. Diese Plymouth Barracuda, so diese ganzen Ami-Wemser. Aber ich, wie gesagt, so von seinen Kollegen her müsste er eigentlich auch was Deutsches fahren. Hat er eigentlich ein Hawaii-Hemd an oder was ist das? Sieht aus wie ein Hawaii-Hemd, ne? Wer ist ein Hawaii-Hemd? Irgendwie passen die Jungs nicht in deutsche Autos. Ich weiß nicht warum, aber ja, gut. Here we go. Path of the Centurion, ne? Okay, dicke Worte für einen Bossgegner. Weiterhin gegen Scheinwerfer. Oh. Digga, das ist voll das Most Wanted-Intro. Was geht denn hier ab? Yo! Alter, okay. Halbe Hollywood-Verfilmung hier bei ihm. Ich meine, das mit dem Need for Speed gerade eigentlich als Gag, aber okay, dann ziehen wir das halt komplett durch. Moin, moin. Okay, Bruder. Hat der Hollywood-Film hier gedreht. Okay. Baufährt eine Corvette C6, wie gesagt, passt jetzt nicht so zum restlichen Fahrzeugkader, aber optisch passt sehr gut. Er ist zumindest nicht Two-Tone. Farbdeckig haben sie alle ein ähnliches Schema. Okay, er fährt eine Corvette. Eine C6, meine lieben Damen und Herren. Aber was war das denn bitte für ein Intro, Junge? Da haben sie aber richtig nur einen rausgerissen, ey. So, Windschatten, bitte do your thing. Ich habe einen Hubraumnachteil, merke ich. Und Speednachteil. Junge, du bist aber am. Ach du, ich bin ein paar Punkte unter denen. Was soll da schon passieren? Wenn dessen die Corvette so full sind. Ey, bitte bau noch einen Fehler, Digga. Das kann doch nicht der Ernst sein. Ich kann doch voll hier durch, oder? Ja, geht voll. Er hat sich nicht getraut, er hat nicht. Ja.
Einer kam die Wandberührung. So, jetzt gehen wir in den Windschatten rein. Gehen wir in den Windschatten rein. Sieh! Was ein richtig schönes Highspeed-Rennen, was nicht gut für mich ist, weil mir geht der Topspeed aus. Komm! Oh. Ich bleib dran, aber auch sehr widerwillig. Skyline, bitte! Oh, es ist nur Highspeed-Rennen. Es ist exakt das nicht, wofür dieser Wagen gebaut ist. Aber er bremst. Und wer bremst, verliert, sagt man sich ja immer. Komm, 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 in den Windschatten rein. Komm, Skyline. Nazi. Nein, es wird nicht reichen. Alter, ist das ein Highspeed-Baller-Rennen hier, ey. Ach, Scheißdreck. War aber knapp, glaube ich. War aber knapp, ey, am Ende. Boah, okay, das Rennen wird tricky. Es ist nicht anspruchsvoll von der Route, aber es ist anspruchsvoll, dran zu bleiben. Weil das halt nur Highspeed ist und ich ein bisschen Probleme habe, da irgendwie gegenzuhalten, weil Kollege Corvette hier halt direkt relativ Tempo an den Tag legt. Ah, ja. Es könnte mal ein Moment sein, dass wir vielleicht mal den besseren Sprit hier reinballern müssten. Wir probieren jetzt nochmal einen zweiten Anlauf. Dann sind wir mal an der Tanke den Sprit versuchen, den besseren. Weil bis auf die Stellen, wo er ranbremsen muss, bin ich jetzt nicht unbedingt hart am Gainen. Oh, jetzt habe ich aber einen guten Überschuss. Ja, jetzt haben wir Überschuss, jetzt haben wir Überschuss. Sieh, komm, 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 komm. Wir sind daneben, ich lasse mich jetzt nicht wieder abhängen. Bleib dran, Skyline, schön Windschatten hängen, komm. Jetzt geht's ja endlich, Windschatten gibt's ja. Ja, 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 wir kommen ran. Oh, ey, ist so geil. Ohne Windschatten wäre dieses Rennen nicht machbar jetzt gewesen. Aber dank dem Update geht dieses Rennen. Dank dem Update geht dieses Rennen und wir können auch mit dem Skyline hier gewinnen, weil wir uns einfach mal pushen können. Mal pullen, was auch immer. Yes. Tja, und herzlich in den Windschatten gegangen. Jetzt holen wir das Ding. Da war's, da war's. Aber wildes Rennen auf jeden Fall. Und wie gesagt, der Mann, also er hat bisher das krasseste Intro, wie alle Bossgegner. Junge, Junge. Das war harter Shit. Puh. Mal doch nichts mehr ausgeben. Hat doch geklappt. Sehr schön. Besiegt. Mike Centurion Owen. Achso, ja, also er heißt Centurion mit Spitznamen. Die Corvette ist schick gewesen, muss ich sagen. Ist auch ein wildes Hawaii-Hemd immer noch. Das weiß ich noch nicht, ob ich das so fühle. Club abgeschlossen. Road to One Elite Rennen verfügbar. Belohnung für Club. Entspannt, 225k und 40 Streetcoins. Davon können wir uns aber kein Auto leisten, also ich muss wieder ein bisschen grinden bis zur nächsten Folge, aber there we are. So, nochmal 20k, Smart XP, nice. Sehr schön, damit haben wir diesen Club abgeschlossen, die Roadrunner. 36k haben wir. Wir werden mal gucken, das nächste Mal geht's mit den 5-5 Leuten weiter und dann haben wir noch C6. Wir haben ja einen Drift und einen normalen Club. Ich gucke mal, welchen Club wir als erstes angehen, ob wir erst driften oder erst normal Rennen fahren hier bei den 5-5 Leuten. Black Lotus dürfte... Doch kein Driftclub, warte mal. Ist kein Driftclub bei den C5 Leuten? Ne, C6, warte mal, C6, wo ist der andere C5 Club? Es gibt ja noch einen zweiten C5 Club. Da. Da, die sind Hackertrieb, genau, die wollen driften auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob wir erst driften gehen oder erst wunderbar normale Rennen fahren. Wir schauen mal, das erwartet ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge hier bei Wunderbar KX Street. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ganz gerne einen Daumen rum da. Bis nächstes Mal. Und tschüss, tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my